so Mühe gegeben mit der Kameraeinstellung, aber die Gurke hat man nicht gesehen, wie die es zerfetzt hat. Das ist total zerfetzt auf den Hinkönnerschlag von mir. Ja, also wenn so eine Gurke zerfetzt durch meinen Hinkönnerschlag, dann würde es auch mal schaffen, Backstuhl zu zerfetzen, finde ich. Ja. Junge Gurkensohn, so, das ist aus deinem Soldat von der Armee geworden. Ja, die zerfetzt jeden von deiner Armee. Gurke, die kriegt gar keine Substanz. Guck mal, wie es den zerfetzt hat. Die in der Reihe war. Wow. Siehst du? Ist das geil. Heute muss ich mal das ein besseren Kamerawinkel haben, wenn es so Gurke zerfetzt. Ich bin eigentlich kein Freund davor, das mit Gemüse zu machen oder überhaupt mit Lebensmitteln. Aber ich war die Reisschlauer aufsammeln und putzen und essen. Aber mein, wenn der David Russell Wassermelone zu schlecht und so ich mal vergessen, dass ich mal Gurke zu schlage. Mich als Monika brennende Wassermelone zu schlagen und wie schon gesagt, da kann ich auch mal Gurke zu schlagen. Und wie viel Gurke fallen mir vom LKW rein, weil der LKW-Fahrer Pflaumenwein getrunken hat oder so und jetzt zerschmettert es auf der Straße. Und wenn ich mal alle Gurke zu schlage, dann kann man mir das nicht übel nehmen dahin. Ja. Aber ich gewinne den Gemüsekrieg. Ich bin der Lee Funk, der Kampfkunstkommander, niemals aufgeben, nicht zu kapitulieren. Hat auch der Unge und der Gurke so gar keine Chance. Weil die Möhrearmee ist auf meiner Seite auch noch. Ja. Kräftige Soldaten wie der Don, der Lorenz und der Heiko. Ja, okay. Mit dem Heiko hat man fast den Krieg verloren, Armeegewehre gewonnen und dann wurde der Unge und der Ding, der Gurkensohn zu Boden liegen und Pflaumenlieder singen. Die wollen Pflaumenkuchen essen, Pflaumenwein trinken. Pflaumen, das ist die Zukunft. Gurke, was ist das so? Gurken und Tomaten sind vergangen.